Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Eye of the Beholder 2 The Legend of Dark Moon, wo ich nach der letzten Folge tatsächlich ein bisschen Zeit damit zugebracht habe, zu suchen, durch die Gegend zu rennen und immer wieder zu gucken, bis ich irgendwann in einer geheimen Passage hinter einer illusionären Wand ein paar Gegenstände gefunden habe, 3 Stück tatsächlich sogar, um genau zu sein, nämlich hier den 6. Schild, wo ich jetzt ehrlich gesagt mal was probieren wollte. Leg mal ganz kurz hier hin. So, Medusenschild heißt das Ganze. Okay. Denn ich glaube, das ist tatsächlich ein +2-Schild. Wow. Es ist tatsächlich ein +2-Schild. Es könnte sogar recht nützlich sein für unsere Kalandra zum Beispiel. Muss mal ausprobieren. Nee, der Schild ist besser. Sie macht eh keine Schilder. Okay, er hat sich das erledigt. Ich war überlegen, ob ich so ein Medusenschild halt ausrüsten soll statt dem normalen Schild. Aber die bieten zwar so ein bisschen Bonusverteidigung gegen die Versteinerung von Basilisken und halt eben auch von Medusen, liegt da schon im Namen, ne? Aber letztendlich, ja. So, interessant ist auch dieses Pergament, das habe ich nämlich gemeinsam mit diesem Umhang hier, Jonas Umhang. Ein +2 Umhang, aha. Der wahrscheinlich nicht wirklich sinnvoll für irgendeinen unserer Charaktere ist hier. Nee, aber trotzdem, da haben wir, ne? Das Pergament, das lesen wir nochmal durch hier. Ich glaube, ist das eine Karte vom nächsten Areal, in das wir dann müssen? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es etwas, was wir erstmal im Inventar behalten. So, und dann müssen wir ja die Schilde hier alle anbringen. Ich will da nochmal, wenn wir erstmal aufgemacht haben, dann will ich nochmal was ausprobieren, ob wir diese Schilde zurücknehmen können dann. Das finde ich nämlich tatsächlich nochmal eine interessante Frage. Ja, wir könnten die jetzt wieder mitnehmen. Gut. Tut aber auch nicht unbedingt Not. Achso, hier ist die Tür, die jetzt offen ist. Ja, okay. So, in diesem Dungeon, in dem es übrigens von Medusen wimmelt, haben wir im Prinzip 3 Aufgaben. Ja, wir müssen einen Schlüssel finden. Also 2 Gegenstände auf jeden Fall suchen und damit noch ein kleines Rätsel lösen. Da kommt schon eine Medusa. Oh! Ja. Das hätte jetzt auch richtig in die Hose gehen können. Kannst du denn... Nee, kannst du nicht, ne? Schiete. So, da ist eine Tür. Die sich jetzt geöffnet hat, aber letztendlich ist hier, glaube ich, nichts weiter drin, außer den Medusen. Ja. Genau, solche Orte werden wir hier häufiger mal erleben. So, und die Medusen, die spawnen hier übrigens auch immer und immer und immer wieder aufs Neue, denn sie sind Teil eines Rätsels, das wir lösen müssen. Wir nähern uns jetzt dem ersten Gegenstand.
Der ist nämlich hier. Ein Zahnschlüssel. So. Gott sei Dank halten die Medusen nicht so sonderlich viel aus. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir am besten weiter lang gehen. So, eigentlich hier unten lang. Ah, warte mal. Medusen töten. Bevor sie uns vernichten. Wahahaha. Mesdames. Ihr seid hier nicht so wirklich erwünscht. Oh Gott, ich hasse dieses Areal. Oh Gott, das hat mich verlaufen. Oh, guck mal hier, Luftdiener gibt es auch immer noch. Autsch! Das hat echt gesessen. So, ich glaube, hier bin ich jetzt wieder on Track. Jetzt können wir nämlich hier hoch. Den ganzen Weg nach Norden. Diesen. Ja, ich habe es gesehen, ich wurde gedreht. So, werde ich nochmal gedreht? Natürlich werde ich nochmal gedreht. So, jetzt haben wir tatsächlich es mal geschafft, hier hinzukommen. Wo wir eigentlich hin wollen. Oh, ich hoffe die ganze Zeit nur, dass wir nicht versteinert werden. Hier unten lang. Hier lang. Alter, selbst mit Karte ist das echt ein fieses Labyrinth hier. Da kommen wir nicht lang. Okay, dann hier rum. Der Gebetszauber lässt nach, dann frischen wir den schon mal auf. Okay. Ist aber noch schlimmer wär's, wenn wir die Hast verlieren. Oh Gott. Oh Gott, wir sind sowas von am Arsch. Ja. Chris und Rio sind zu Stein verwandelt worden. Super. Und ich habe nicht genug Möglichkeiten, die Versteinerung wieder aufzuheben. Weil unter anderem meine Zauberin den Zauber nicht beherrscht, richtig? Weil das nämlich ein Stufe 6 Zauber ist. Den sie noch nicht gelernt hat. Richtig. Stein zu Fleisch, ja, 0 von 0. Super, und was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Neue Sprüche, bla bla bla. Warte mal, ist der nur vergiftet? Okay, Rio ist gar nicht verzaubert, aber Chris ist versteinert, ne? Ja. Tote erwecken, Lähmung aufheben, schwere Wunden, Tote erwecken, Tote erwecken, Tote erwecken. Ich habe auch kein Pulver mehr über, ne? Ja, super. Das ist so die Situation, es ist einfach so, ha, jetzt bist du halt am Arsch. Dein Charakter ist aus Stein, es gibt keinen Weg mehr zurück. Irgendwo gibt es eine Schriftrolle, aber, ach, scheiße, ey. Im Prinzip war es das. Im Prinzip darf ich jetzt von vorne anfangen. Bin ich doch völlig falsch. Wie komme ich denn da rein, ey?
ist eigentlich sowieso egal. Ich will jetzt nur gucken, ob dieser eine Gegenstand es da noch wert ist, bevor wir jetzt hier komplett neu anfangen. Wisst ihr? Weil wir werden komplett neu anfangen. Wir haben Chris verloren. Chris ist weg. Und ich habe keine Möglichkeit, ihn wiederzuholen. Also jetzt, so wie wir jetzt sind, habe ich keine Möglichkeit, ihn wiederzuholen. Meine Fresse, ey. Oh, super. Super. Schmeißen wir doch noch ein paar Medusen in Richtung der Gruppe. Was soll's? Haben wir doch noch nicht genug von? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses Areal hasse? Es gibt tatsächlich in Legend of Darkmoon überraschend viele Areale, die ich hasse. Und jetzt sind wir völlig am Arsch. Weil jetzt ist unsere Magierin nämlich versteinert. Und das heißt, selbst wenn wir eine Schriftrolle finden mit Stein zu Fleisch, das einzige Mitglied unserer Truppe, das diesen Zauber irgendwie aussprechen könnte, ist versteinert. Ich will jetzt nur noch gucken, hier oben um die Ecke ist der zweite Gegenstand. Ich will jetzt noch mal gucken, was das für einer ist. Unsichtbarkeit 3 Meter. Ach, der Steindolch. Ja, okay. Gut. Und so sieht es aus, wenn 12 Minuten einfach mal komplett für den Arsch sind und wir wieder ganz von vorne anfangen. Macht doch Spaß, oder? Gut, ich bin auch selber schuld, ich habe nicht gespeichert. Aber letztendlich weiß ich nicht, inwiefern es gutes Spieldesign ist, wenn du nach jedem Kampf speichern musst, weil sobald der Gegner eine Attacke landet, fängst du wieder ganz von vorne an, weil du zu diesem Zeitpunkt im Spiel einfach den Zauber noch nicht beherrschen kannst. Ja, ich nehme ja eigentlich schon so ziemlich alles aus dem Spiel mit hier. Und wir haben trotzdem nicht genug Erfahrungspunkte. Oh. Nicht gleich zu Anfang, bitte. Nicht gleich zu Anfang. So, jetzt stehe ich hier wirklich und nach jedem Kampf gegen irgendwelche Medusen speichere ich einfach ab, ja? Weil das ja gutes Spieldesign ist. Ja, klar könnte ich die Schilde könnte ich ausrüsten. Ja, zumindest, ja. Na toll, was soll ich machen? Das ist eigentlich total scheiße, mich zu zwingen, hier auf allen Charakteren die Schilde auszurüsten. Aber es ist vielleicht tatsächlich eine ganz gute Verteidigung. Blöd ist nur, dass ich so Charaktere habe wie Rio, die den Schild überhaupt nicht benutzen können, solange sie ihre ausgerüstete Waffe einsetzen, ne? So. Versuchen wir es halt nochmal. Wow. 14 Minuten in die Folge rein. Fortschritt, 4 Schilde platziert. Das ist enorm. Da kommen die jetzt nochmal an hier, die Medusen. So, letztendlich brauchen wir da unten aber gar nicht hin. So, ich folge jetzt dem Weg wieder. Hier rum. Wir holen uns jetzt erstmal die beiden Gegenstände. Ne? Also den einen Schlüssel und den Steindolch. Das ist jetzt gerade mal Schritt 1. So, da ist der Schlüssel. Speichern. Dann haben wir den ganzen Weg unten rum. Ja, ihr nehmt das ja hier so gar nicht so... Ihr nehmt das hier ja gar nicht so wahr, aber es ist wirklich, wir rennen einmal komplett über den ganzen Süden und
Westen der gesamten Karte, nur um zu diesem Gegenstand zu kommen. So, hier rein, da runter. Guten Tag und tschüss. Und jetzt suche ich im Prinzip wieder. Da ist diese Luftdiener-Geschichte. So, der hat natürlich relativ leichtes Spiel mit uns, weil wir weniger Offensiv- und Defensivfähigkeiten haben, solange wir hier die Medusenschilde benutzen. So, dann werden wir jetzt zweimal gedreht und kommen dann hier bei den Medusen raus. Gar nicht erst großartig zulassen will, dass die sich wieder auf uns einschießen hier. Und dann geht es da nicht weiter. Was? Oh, dieses Labyrinth, wo die Karte nur so halbwegs nützlich ist, weil sich die Wände ständig verschieben, ist auch kacke. Und wisst ihr, wie kacke ein Labyrinth ist, wo sich die Wände ständig verschieben, wenn das Spiel selber keine Karte hat? Ja, das ist die Hölle. Dieser Kampf hier ist auch gerade die Hölle. Macht mich gerade extra nervös. Gleichzeitig traue ich mich aber auch nicht, hier von den Schlägen abzugehen, um mit Magie irgendwas zu wirken hier. So, jetzt hauen wir den mal einen Kältekegel rein. Gucken, ob es was bringt. Das lässt der Gebetszauber nach. Den sollten wir mal erneuern. Meine Güte. Ich hasse diesen Dungeon. Unsichtbarkeit 3 Meter, die kannst du dir gleich mal ins Inventar packen. So, und du hast den. Was den Dolch angeht, wir hatten den anderen, das andere Steinobjekt da. So, das speichern wir jetzt erstmal ab. Jetzt haben wir erstmal so die grundlegenden Ziele in diesem Dungeon für uns erreicht, weil mehr gibt es hier tatsächlich nicht zu holen. Der gesamte Rest des Dungeons besteht nur noch aus ganz vielen Medusen. Mehr oder weniger. So, aber um diesen Dungeon hier abschließen zu können, bedarf es eines relativ fiesen Tricks, der eigentlich voraussetzt. Warte mal, muss hier lang. Ein Trick, der eigentlich voraussetzt, dass wir Magier dabei haben, weil was sonst einfach. Nur schwer umsetzen können. Ich hasse diese Luftdiener, ey. Der nächste, das kann nicht wahr sein. Der wird wahrscheinlich jetzt Anja töten, wenn ich es zulasse. Okay. Erledigt. So, letztendlich geht es jetzt gerade darum. Diese Tür hier zu erreichen.
Und das ist zum Beispiel die Abschlussherausforderung in diesem Dungeon hier. Wir können jetzt diese Medusen hier beliebig oft umklatschen, die respawnen immer wieder aufs Neue. Letztendlich besteht der Trick tatsächlich darin, wir wollen diese Tür hier öffnen. Und um das zu bewerkstelligen, müssen wir ein bisschen Magie verwenden. Wie genau das funktioniert, zeige ich euch dann aber in der nächsten Folge. Oh Gott, das sind ganz schön viele. Denn das ist etwas komplizierter und ich weiß auch nicht, ob es auf Anhieb hier funktionieren wird. Jetzt klatsche ich die erstmal weg, damit wir ein bisschen Ruhe haben hier erstmal. Und ich jetzt wohl die Folge beenden kann. Boah. So. Okay. Bis zum nächsten Mal.